Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Dead in Wineland. Ein neuer Abend, ein Tag endet, zwei Angriffe gehabt. Zeit, dass die Leute sich ausruhen. Und vor allem Dingen wie mal Lederflaschen herstellen und das Bier herstellen. Ups, Entschuldigung. Hey, Bruder Bauer. Liebe Kari, das heißt Bruder Angelico. Oder nur Angelico, bitte. Dann lass das mit der Liebe. Ich kann es nicht leiden, wenn du mich so nennst. Ich könnte dir vor Wut die Augen ausreißen. Entschuldige, Kari. Ich wollte dich nicht verärgern, überhaupt nicht. Ich könnte dich Bruder Nervig nennen. Das würde zu dir passen. Wenn es dich glücklich macht, dann kannst du mich nennen, wie du willst, Kari. Hör auf damit, so nett zu sein. Das ist abgedreht. Warum? Lass es einfach. Das gefällt mir nicht. Okay. Alter, lass dir ein paar Eier wachsen. Nein, aber es ist freundlich. Wirst du denn nie wütend? Ich denke nicht. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Wie machst du das? Im Ernst? Ich fühle mich ständig wütend. Du musst nur glauben. Glaube, dass wir alle Kinder Gottes sind und dass in jedem von uns etwas Gutes steckt. In dir könnte auch etwas Gutes stecken, Kari. Wenn du Ines das erlaubst. Ich versuche zu verstehen, weshalb Menschen wütend werden und helfe ihnen, über ihre Ängste hinwegzukommen. So gut ich kann. Aber wenn, ich weiß nicht, wenn du was Leckeres isst und dann wird alles auf den Boden verschüttet. Das ist doch voll ärgerlich, oder? Haha. Ich gebe zu, dass dein Beispiel sehr gut ist. Alle Schwierigkeiten, ob klein oder groß, werden uns von Gott geschickt, um unseren Glauben zu testen. Der Weg ins Paradies ist kein einfacher, aber ich glaube, dass je größer die Leiden sind, desto größer werden auch die Belohnungen sein. Also wird Kari mit allen Sex haben als Belohnung. In einer riesigen Bukake-Party. Da kommt Moira nach Hause und sagt, oh, was ist hier los? Eigentlich soll ich das nicht tun. Da macht die mit und squirts über alle im Lager. Okay. Wenn das jetzt ein bisschen zu viel war, kann ich das nachvollziehen. Ach komm, wir haben schmackhafte Mahlzeittag. Ein trockener Tag. Joa, mach dein Ding da oben. Den Weizen muss ich bestimmt auch bewässern. Ah ne, Feuchtigkeit 89%. Ach, drauf geschissen. Ist eh viel zu feucht, das Feld. Ich bräuchte noch eine Abpumpstation. Lass mich mal eben kurz gucken, wer noch hier eine Verletzung hat. Das war... Ja, ihr tauscht mal. Das wird der Moira wohl hinkriegen, hier die 24% zu bauen.
Hauptsache, die hat den gebrochenen Arm nicht mehr. Sehr schön. Gesundheit verschlimmert sich langsamer. Ich sehe gerade, wenn die 80% macht bei den Flaschen, bei 5 Flaschen, kann das sein, dass wir gar nicht genug Flaschen herstellen können, um den Tribut zu erfüllen. Also ich hoffe es mal nicht, aber... Bauplan wählen. Wo ist die Taverne? Verbrauch weniger Brauchwasser. Im Feiermodus betrunken zu werden. Das ist alles blöd, das hilft mir jetzt nichts. Nickerchen für 3 Charaktere. Weniger Erschöpfung ist auch nicht so wichtig. Na gut, maximale Lagerbevölkerung erhöhen. Ihr beiden tauscht mal eben. Und du gehst Wasser holen. Und in der Dirkkammer ist doch einiges fertig. Schön. Uns wurde was geklaut. Und jetzt heute beim trockenen Tag sollten wir vielleicht 4 Gerichte abziehen. Und auch in die Dörrkammer packen. Ach, wir müssen ja mehr Salz haben. Moment. Oh, ein wildes Schaf. So, erstmal Antidepressiva. Oh, ein Schaf, das streiche dich. Du fühlst dich aber schön flauschig. Vor allem, ich find's so geil, Knut geht hin und streichelt das Schaf. Hallo Schaf, ich bin Knut. Aber ich will dich nicht, ich behalte dich noch hier, Schaf. Ach, jetzt habe ich vergessen, das Angeln zu erledigen, ne? Moment, seit... Warum habe ich den Hanf denn nicht abgeerntet hier damals? Ach scheiße, jetzt sammle ich Heilmaterial bei 95% und verkacke. Und bekomme eine Allergie dadurch. Ich glaube übrigens, die Prozentzahlen sind auch verdreht. Warum sollte ich hier im Handfeld eher Heilmaterial bekommen? Okay, vielleicht weil das schwarz ist. Mein Gott, das habe ich nicht gesagt. Weil er Heiler ist, meine ich. Das ist der Grund. Wilde Bestie. Vor allem,
Neue Eigenschaft für Zisse. Plünderung. Plünderung macht er nichts. Macht er nicht, weil der einfach ein Intelligenzbolzen ist ohne Kraft. Jagd-EP. Der ist Pazifist, der tötet nichts. Jagdwert ist 1. Rücksichtslos. Plus 2 AP minus Genauigkeit. Was habe ich davon? Obwohl, was bist du im Kampf? Unterstützer, ne? Ja, du machst denselben Scheiß wie Moira. Man kann ja wenigstens sagen, okay, du hast mehr Aktionspunkte, dann kannst du immerhin die Unterschiede, also die Fähigkeiten benutzen eher. Genauigkeit ist nicht so wichtig bei dir, weil du ja nicht im Angriff bist. Du bist ja Supporter. Vor allem das mit Schwarz habe ich nur gesagt, weil der eine sehr gute Erntenfähigkeit hat und auch Heilungsfähigkeit. War nicht diskriminierend. Ist bald bei Kochen auf 100. Scheint so, als wenn ich die Schafe wirklich retten kann. Achso, ich hatte jetzt schon 2 Schafsfutter. Komm her, mein Sohn, lass uns ein wenig reden. Warum sollte Eirik mit Bruder Angelico reden? Hier, nimm das Schwert. Oh mein Gott, er will ihm das Kämpfen beibringen. Ist das nicht einfach nur ein Stück Holz, das du da gerade vom Boden aufgehoben hast? Es ist ein Schwert. Nimm es und geh in Kampfstellung. Kampf, was? Was habe ich falsch gemacht? Du weißt was. Was? Du machst mir Angst, Eirik. Ja! Und sie rennen im Kreis durch die ganze Bude. Gut. Siehst du, du hast meinen Angriff abgewehrt. Da ist schon mal ein Anfang. Keuch, keuch. Verstehe. Du willst mich trainieren. Ja, mein Sohn. Du musst die Grundlagen erlernen, wenn du überleben willst. Ich bin aber kein Krieger, Gewalt ist keine Lösung. Du kannst dich ja zusammenschlagen lassen, aber was ist, wenn du jemanden beschützen willst? Kari. Okay, ich denke, ich muss mich an die neuen Regeln in diesem neuen Land gewöhnen. Oh. Er will irgendwann mal Kari verteidigen.
Nahrung für alle. Oh, hab ich einen vergessen beim... Ich hab einen vergessen beim Trinken verteilen. Oh, das ist so ein typischer in der Frühfehler, ne? Alle sind wohl genährt. Ach, der hatte noch die gebrochene Rippe. Ein schöner, normaler, sonniger Tag. So, du hast keinen Bauplan, das ändern wir. Ah ne, das lassen wir so rum, dann kann die nämlich den zusätzlichen Raum schaffen. So viel dazu. Moment, war der eine... Nee, war nicht beschädigt. So, lass einmal jagen gehen. Du bleibst mit der auf der Suche. Und gleich muss ich mir entscheiden, wen ich ins Lager reinnehme. Maximal Lagerbevölkerung plus 2. Wer übrigens zwischendurch mal ein Rumpeln hört, meine Nachbarn ziehen aus über mir. Was schade, ich hab sie gemocht. Und ich hoffe, das neue Pärchen, was da einzieht, ist nicht so laut wie die. Nein, die waren überhaupt nicht laut. Man hört nur, wenn Leute Sachen verschieben. Das ist nämlich noch das Beste. Das bedeutet nämlich, wenn die neuen Nachbarn da einziehen, dann werden die auch erstmal ihre Möbel ausrichten und schieß mich tot und Sachen auspacken und ständig in der Wohnung auf und ab gehen. Vor allem waren die da oben beide Schichtdienstleute. Was einfach bedeutet hat, die waren nie da. Die waren echt nie da. Sie war Krankenschwester, die hat eigentlich immer geschlafen, wenn ich gearbeitet habe hier. Oder war selbst auf der Arbeit. Und ich hätte gerne die Wohnung da oben gehabt, ey. Die ist nämlich echt... geil, finde ich, vom Schnitt her. Aber mein Vermieter hat nicht an mich gedacht. Man müsste ja die Wohnung, wo ich gerade drin bin, wieder vermieten. Während ich schon wieder eine Etage hier umziehe. Ich bin ja schon mal hier eine Etage... Also von einer Wohnung in eine andere gezogen. Weil ich die besser fand.
Was brauchen wir? Ah, okay. Moira, was machen wir jetzt mit dir? Gehen wir ein bisschen sammeln. Leider haben wir jetzt kein Fleisch für die Dörrkammer, das ist aber nicht schlimm, weil wir können ja noch an die Angelstelle gehen. Wow, du hast Tarnung 78, aber ich glaube nicht, dass du ein guter Jäger bist. Einmal tauchen. Intelligenz 85. Frisches Wasser. Du denkst nicht zweimal darüber nach, als du dich schnell ausziehst und in den Fluss springst. Aber das hatten wir auch schon mal, ne? Durchsuche das Wasserbett. Du holst tief Luft und tauchst unter. Das Wasser ist ziemlich klar. Aufgrund siehst du mehrere Felsen und Algen im Schlamm, so wie kleine Fische. Was Glänzendes im Auge, fällt dir auf. Ein Glücksamulett. Besser als der Fischkram. Ach, die Frau mit dem Riesenschwert, die uns verprügelt hat. Hallo? Ich komme in Frieden. Können wir reden? Wer bist du? Gehörst du zu Björns Männern? Gwendolyn, ja. Ich bin überrascht, dass du mir noch nicht an die Kehle gesprungen bist. Das ist nicht nötig. Du bist schwach. Es ist ohne Ehre, gegen jemanden zu kämpfen, der schwächer ist als ich. Das ist gut, denke ich. Ich bin einer der Finger von Björns Hand, einer seiner fünf engsten und stärksten Leutnants. Jetzt verschwinde. Warte auf die Nacht, damit ich mit meinen Leuten reden kann darüber, was wir mit der machen. So, ihr habt doch schon gejagt, dann geht er mal rüber und ihr macht jetzt Bergbau, Fokus auf Eisen. Tja, was soll ich mit dir anfangen? Heil mal die Krankheiten von deinem Freund. Der hat anscheinend Syphilis bekommen von dir. Was ist denn heute Morgen los? Muss ich zu jedem so böse sein im Lager? Jetzt habe ich keine neuen Leute ins Lager geholt, ne? Muss ich morgen früh machen. Und die Gesundheit des Schafs nimmt zu. Oh, muss das jetzt sein? Die hat noch Fieber. Immerhin stehen wir vernünftig.
unverfehlt. Na ne, komm, wir machen einen normalen Angriff, damit ich einmal Fokus machen kann. Sehr schön, verfluche alle. Verstärke uns. Und werde selbst zehnmal schwächer. Das war mal ein guter Hit, Shauna. Da ich das nur erleben darf. Alle Feinde schwächen. Da ist die Trefferchance so gering, oder? Ah, den oberen würden wir auf jeden Fall kriegen damit, mit dem wilden Hieb. Ah, das war gar nicht mal so schlecht, die Entscheidung. Scheiße. Ich muss sagen, Moira gefällt mir. Wenn ihr denn keinen Schaden kriegt, macht ihr... ein super Buff, ey, mit dem Schadensverstärken. Prozent Trefferchance. Finde ich jetzt nicht so geil.
verfluche den Feind. Das reicht ja wohl hoffentlich. Oh, war ja klar, dass ich null Schaden mache, ey. Ja, bei 65% Trefferchance gebe ich es dir natürlich voll ins Gesicht. Widersteht. Sehr gut. Sieg. Schön. Tja. Jetzt hat das so viel Zeit gekostet, dass wir doch breaken müssen an der Stelle. Ja, dann sehen wir uns halt morgen wieder bei einer neuen Folge von Dead in Wineland. Das ewige Projekt. Es ist wirklich schon sehr lange. Ich überlege gerade, ob ich nicht zuerst den Stoff herstelle, weil dann kann ich ja die Verbesserung machen für das Erkundungslager, dass wir, da es unwahrscheinlicher ist, dass wir Gegner treffen, was ja nicht verkehrt ist.